Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder begrüßen. Nach der ordentlichen Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda darf ich Sie jetzt zum öffentlichen Fachgespräch begrüßen mit dem Thema Bericht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zur Datenschutzgrundverordnung sowie der Vorsitzenden der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder zum einheitlichen Vorgehen der Länder hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung. Ich darf ganz herzlich nochmals begrüßen Frau Andrea Vosshoff, die Bundesbeauftragte, und Herrn Sven Hemmerschmidt. Entschuldigen darf ich Frau Helga Block, die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz der Länder. Die musste leider aus terminlichen Gründen absagen. Diesen Part wird aber Frau Vosshoff dann mit übernehmen. Ich darf den Hinweis noch geben, dass dieses Fachgespräch live auf Kanal 2 des Parlamentsfernsehens übertragen wird. Und vereinbart ist, dass Frau Vosshoff zunächst einführt und wir dann in die Frage- bzw. Diskussionsrunde einsteigen. Dann darf ich Sie, Frau Vosshoff, um Ihren Bericht bitten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Zunächst herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, zu dem, wenn man so will, Bilanz, erstes halbe Jahr Datenschutzgrundverordnung hier bei Ihnen Stellung zu nehmen. Ich bin dankbar, dass der Ausschuss das Thema aufgreift, weil ich denke, das werden die Fragen hinterher zeigen, dass es eine Vielzahl sozusagen auch von Diskussionsbedarf gibt. Ja, uns allen war nicht klar, aber es war nahezu naheliegend, dass ein Gesetz in derartiger Komplexität, das nun seit dem 25. Mai wirksam ist, Gültigkeit hat, dass ein solches Gesetz ergänzt durch das BDSG neu ein sehr umfassendes, sehr komplexes Regelwerk ist. Und das da ist auch einerseits nicht überrascht, andererseits dann wieder doch, aber nicht überraschend ist zunächst einmal, dass es viele Fragen gibt. Wenn Sie dann doch wieder überraschen, dann ist das sicherlich auch die Vielzahl sozusagen der zum Teil auch durch Fehlinformationen in der Anlaufphase der DSGVO thematisierten, öffentlich thematisierten Problemlagen. Ich könnte von die Stichworte nennen, von Fotografien über Abmahnungen, Klingelschilder. All das hat zu einer erheblichen Verunsicherung der Bevölkerung beigetragen. Das wird man auch noch thematisieren und diskutieren müssen. Ich komme zum Schluss noch mal darauf. Ich denke, das wird auch Gegenstand Ihrer Fragen sein. Und deshalb lassen Sie mich vorab einfach ein paar Zahlen und Fakten zur DSGVO, so wie sich das für die Aufsichtsbehörden darstellt, nennen und ein paar Ausführungen dazu machen, wie die Aufsichtsbehörden sich aufgestellt haben. Denn ein Thema, das hatten Sie auch mit aufgenommen, die Frage der Einheitlichkeit der Anwendung der DSGVO, würde ich gerne mit ein paar grundsätzlichen Ausführungen verbinden, wie sich die Aufsichtsbehörden von Bund und Länder in diesem Abstimmungsprozess europäisch, aber auch national sozusagen aufgestellt haben. Ich darf mal mit meinem Haus beginnen. Seit dem 25. Mai diesen Jahres sind in meinem Hause bis zum Stichtag Ende Oktober 3.688 Eingaben eingegangen, davon 1.774 allgemeine Anfragen und 1.914 Beschwerden über die Verletzung des Datenschutzes. Zudem haben mein Haus seit dem 25. Mai, und das gilt jetzt nur für die BFDI, 4.667 Meldungen von Datenschutzverstößen nach Artikel 33 erreicht. Bedenkt man den beschränkten Zuständigkeitsbereich der Bundesbeauftragten für die öffentlichen Stellen des Bundes, Post- und TK-Anbieter sind das beachtliche Zahlen, denn die gesamte Privatwirtschaft, da komme ich gleich noch drauf, ist hier mit Ausnahme von Post und TK ja nicht dabei, weil sie in den Zuständigkeitsbereich der Landesaufsichtsbehörden fallen. Seit dem 25. Mai sind die Behörden und Unternehmen verpflichtet, ihre Datenschutzbeauftragten an ihre jeweiligen Aufsichtsbehörden zu melden. Bei der BFDI sind bislang auch Stichtag, jetzt sogar 12.12., 1.330 Meldungen eingegangen. Von meinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern liegen mir bisher die Zahlen zum Stichtag 5. September vor, in denen bis dahin seit dem 25. Mai vergangenen gut drei Monaten sind bundesweit insgesamt etwa 11.000 Beschwerden eingegangen und 6.156 Datenverstöße gemeldet worden. Das ist sozusagen eine erste Bilanz aus dem ersten halben Jahr. Interessant ist für Sie vielleicht auch, Sie wissen ja, die Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten sind im Europäischen Datenschutzausschuss, haben sie sich zusammengefunden und in der gesamten Europäischen Union, also von diesen Aufsichtsbehörden gemeldet sind,
bis zum Stand Ende September 45.500 Beschwerden eingegangen und 18.900 Meldungen von Datenschutzverletzungen. Das zeigt sowohl national als auch europäisch, wie ich meine, dass die Datenschutzgrundverordnung bei aller Kritik, und dazu kommen wir ja noch, angenommen wird und Bürger ihre Rechte auch wahrnehmen, die Betroffenen, aber eben auch, und ob nun umfassend, darüber mag man streiten, die Meldung von Datenschutzverletzungen, diese Pflicht sozusagen auch zumindest wahrgenommen und ich denke auch ernst genommen wird. Ich komme jetzt zur Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Lassen Sie mich dazu eine Vorbemerkung machen. Wir haben in Deutschland ein vom Grundgesetz in Artikel 83 und 84 vorgegebenes föderales Aufsichtssystem mit Zuständigkeiten, die durch das BDSG, neben dem DSGVO, das BDSG national und das Landesrecht festgelegt sind. So ist die BFDI zuständig für alle öffentlichen Stellen des Bundes. Ich hatte es gerade erwähnt. Außerdem für die als Aufsichtsbehörde für alle Sozialleistungsträger, ich könnte es weiter aufführen, Jobcenter im nicht öffentlichen Bereich allerdings, und der ist ja, denke ich, auch der, der Ihnen im Rahmen auch Ihrer Abgeordnetentätigkeit in sehr intensiver Weise begegnet in der Umsetzung der DSGVO, hat die BFDI eben nur sektorielle Aufsichtskompetenz, nämlich gegenüber den Post- und TK-Anbietern. In allen übrigen Fällen Privatunternehmen, der Privatwirtschaft, Vereine, Verbände, Freiberufler und öffentliche Stellen der Länder sind die Landesdatenschutzbeauftragten bzw. die Aufsichtsbehörden der Länder zuständig. Die Aufsichtsbehörden der Länder sind ebenso wie die Bundesbeauftragte unabhängige Aufsichtsbehörden. Sie handeln dabei in Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse grundsätzlich vollkommen eigenständig, ohne direkte oder indirekte Beeinflussung oder durch die Entgegennahme von Weisungen. Und diese Unabhängigkeit, dazu kommen wir vielleicht gleich, bringt es natürlich durchaus auch mit sich, dass es zu einzelnen Fragen der Anwendung auch der DSGVO unterschiedliche Auffassungen der deutschen Aufsichtsbehörden bestehen können oder könnten. Auf der anderen Seite sind die deutschen Aufsichtsbehörden sowohl durch die Datenschutzgrundverordnung als auch durch das BDSG verpflichtet, mit dem Ziel einer einheitlichen Anwendung der Verordnung zusammenzuarbeiten. Lassen Sie mich dazu einige Ausführungen machen, wie dies auf europäischer Ebene geschieht. Ich denke, auch das ist wichtig, weil auch daraus deutlich wird, wie und in welcher Weise schon sozusagen auf einer guten Arbeitsbasis sozusagen einheitlich auch zusammengearbeitet wird. Mit auf der europäischen Ebene, das wissen Sie, wurde mit dem 25. Mai der Europäische Datenschutzausschuss eingerichtet, ein Gremium, das aus den Leitern aller Aufsichtsbehörden besteht, also 28 Mitglieder hat. Dieser Ausschuss hat in den vergangenen Monaten schon bereits auch davor, dem 25. Mai, aber erst recht in den letzten Monaten, eine Vielzahl von Leitlinien zur einheitlichen Anwendung des neuen Rechts, des europäischen Rechts, herausgegeben und damit ein Stück weit auch für erste Rechtssicherheit gesorgt. Zudem hat, und das sieht die DSGVO vor, der Europäische Datenschutzausschuss in grenzüberschreitenden Einzelfällen auch eine verbindliche Entscheidungsbefugnis. Das ist ein Novum und das ist auch Ausdruck sozusagen der einheitlichen Anwendung der DSGVO auch auf europäischer Ebene. Sie wissen auch, gemeinsame Vertreterin der deutschen Aufsichtsbehörden im Europäischen Datenschutzausschuss ist die BFDI. Und damit die föderale Struktur, Aufsichtsstruktur auch in dem Europäischen Datenschutzausschuss abgebildet ist, sieht das BDSG neu vor, dass ein Vertreter einer Aufsichtsbehörde der Länder als Stellvertreter der gemeinsamen Vertreterin BFDI im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert. Bedauerlicherweise, und ich darf das mal hier an dieser Stelle sagen, höchst bedauerlich ist, dass der Bundesrat hier noch immer keine Entscheidung getroffen hat. Das ist im Lichte auch der gemeinsamen Arbeit in Europa, auch nationale Arbeit in Europa, nicht sehr glücklich, um es mal so zu formulieren. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, Datenschutzverletzungen, gibt das neue BDSG ein bindendes Verfahren zur Festlegung sogenannter gemeinsamer Standpunkte der deutschen Aufsicht vor. Hintergrund ist, dass wir einer der wenigen Mitgliedstaaten, nicht zu sagen der einzige sind, die eine föderale Aufsichtsstruktur haben. Die DSGVO lässt das dem Grunde nach zu, gibt dann aber vor, das, um es mal verkürzt zu formulieren, ein solcher Mitgliedstaat ein Verfahren auf den Weg bringen muss, womit im Ergebnis diese Aufsichtsbehörden, diese mehreren Aufsichtsbehörden in einem Mitgliedstaat
in dem Grunde nach in Brüssel bei der Entscheidung im Europäischen Datenschutzausschuss mit einer Stimme sprechen. Dieses Verfahren ist durch das BDSG auf den Weg gebracht worden und wir, die Aufsichtsbehörden, haben dieses Verfahren mittlerweile in den Strukturen sozusagen auch umgesetzt. Das heißt, um mit einer Stimme zu sprechen, sozusagen bedarf es, und das sieht das BDSG vor, zunächst der Herstellung eines Einvernehmens unter den Aufsichtsbehörden und wenn dies nicht herzustellen ist, dann eines formalisierten Abstimmungsverfahrens zur Herstellung eines gemeinsamen Standpunkts. Um dies zu koordinieren und durchzuführen, hat der Gesetzgeber eine zentrale Anlaufstelle in dem Gesetz festgelegt, die ebenfalls bei der BFD eingerichtet ist. Diese Anlaufstelle hat ihre Arbeit, zentrale Anlaufstelle hat die Arbeit aufgenommen. Und im Rahmen sozusagen der Kooperation mit den anderen europäischen Aufsichtsbehörden haben wir ein Verfahren entwickelt mit dem Europäischen Datenschutzausschuss im sogenannten IMI-System sozusagen, in dem wir miteinander kooperieren, in dem miteinander grenzüberschreitende Fälle im Bereich des Datenschutzes, die je nach Zuständigkeiten auch auf europäischer Ebene dort, ich sag mal, abzuwickeln sind. Ich darf vielleicht mal sagen, dass dort insgesamt auch mit Stand 3. Dezember in diesem Jahr bereits 517 Meldungen im sogenannten Kooperationsverfahren erfasst wurden. Das sind zum Teil Austausch von Fragen bei bestimmten grenzüberschreitenden Datenschutzverstößen oder den entsprechenden Mutmaßungen, welche Behörde in Europa ist federführend, wo ist der Sitz des Unternehmens etc., solche Abstimmungsfragen, aber auch 332 Amtshilfeverfahren, auch das, um zu klären, wer ist federführend zuständig. In jedem dieser Verfahren und Meldungen sozusagen sind wir nationale Aufsichtsbehörden eingebunden durch ein entsprechendes Verfahren, durch eine digitale und technische Umsetzungsmöglichkeit, sodass wir in dieser Weise bereits auf europäischer Ebene und ich finde nach anfänglichen Startschwierigkeiten aber sehr einvernehmlich miteinander arbeiten. Die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, jetzt in der deutschen Aufsichtsbehörden in europäischen Angelegenheiten hatte ich gerade beschrieben, von den Strukturen mit der zentralen Anlaufstelle genannt, aber auch den Arbeitsweisen. Das möchte ich noch einiges dazu erwähnen, was die Zusammenarbeit und die Einheitlichkeit der Vorgehensweise der Aufsichtsbehörden auf nationalem Gebiet bestimmt. Da darf ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung des Datenschutzrechts nichts Neues ist für die Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Länder. Es gibt seit Jahrzehnten, ich weiß gar nicht so genau wann, die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, die sogenannte DSK, ein freiwilliger Zusammenschluss. Und die 96. Sitzung haben wir gerade hinter uns. Die DSK ist ähnlich wie Fachministerkonferenzen ein Zusammenschluss aller 18 staatlichen Aufsichtsbehörden. Wenn ich sage 18, dann sind das 16 Landesbeauftragte und das LDA Bayern. In Bayern sind ja noch öffentlich und nicht öffentlicher Bereich getrennt und nicht zusammengeführt und die BFDI. Es gibt regelmäßige Sitzungen. Im Jahr 2018 waren es 2 Hauptkonferenzen, 4 Sonderkonferenzen, zahlreiche Facharbeitskreise. Den Vorsitz hatte in diesem Jahr die Frau Block, die leider heute verhindert ist. Im nächsten Jahr wird Rheinland-Pfalz und der dortige Kollege Kugelmann den Vorsitz übernehmen. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch zu betonen, dass es zwischen den Mitgliedern der DSK kein Über- oder Unterordnungsverhältnis gibt. Sie sind alle unabhängig und so hat weder die jeweilige Vorsitzende noch die Bundesbeauftragte irgendeine Art von Weisungsrecht. Wir tauschen uns aus, wir verständigen uns auf gemeinsame Positionen, wir bieten Auslegungs- und Orientierungshilfen, verfassen datenschutzrechtliche Appelle und Resolutionen, die sich dann zumeist an die Politik richten. Warum sage ich das? Ich halte es für notwendig und geboten, dies immer wieder auch zu betonen, wie die eigentliche Struktur der föderalen Aufsicht ist. Und will auch damit ergänzend noch sagen, dass wir natürlich auch die Vorgaben der DSGVO oder das Ziel der DSGVO der einheitlichen Auslegung auch auf dieser Ebene in vielfältiger Weise sozusagen nicht nur initiieren, sondern auch auf den Weg bringen. Schon im Vorfeld der DSGVO hat zum Beispiel die DSK Auslegungshilfen zur DSGVO einheitlich veröffentlicht, sogenannte Kurzpapiere, aus denen sozusagen eine einheitliche Sichtweise der Interpretation der DSGVO durch die Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern festgelegt. Es gibt weitere Beschlüsse, Orientierungshilfen, die all dies sozusagen im Sinne einer einheitlichen Auslegung der DSGVO entwickelt.
Die DSK hat auch im Zuge der Umsetzung der DSGVO und zur Darstellung eine gemeinsame offizielle Website aufgebaut, eine Homepage. Auch dort finden Sie zur Information Entschließung Orientierungshilfen. Es wird dort auch auf einzelne Veröffentlichungen der Länderkollegen hingewiesen, was auch ganz wichtig ist. Und dann komme ich zu der eigentlichen Problemlage, die Sie wahrscheinlich heute auch thematisieren wollen, nämlich die datenschutzrechtlichen Problemlagen, zum Beispiel Datenschutz im Verein oder was die kleinen und mittleren Unternehmen anbetrifft. Es ist aber in jedem Fall und wichtig, das auch zu erwähnen, dass die Homepage der DSK eine gute Plattform ist, wie und in welcher Weise man sich zu bestimmten Themen die Informationen der Aufsichtsbehörden holen kann. Was im Übrigen für mich eines der großen Probleme ist im Zusammenhang vieler solcher bizarrer sozusagen Fälle, die angeblich nach der DSGVO nun ganz in übelster Weise sozusagen zu entscheiden sind. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, wenn entweder Journalisten oder auch die Betroffenen vielleicht mal die jeweilige Aufsichtsbehörde konsultiert hätten, um sich dort vielleicht eine Information zu holen. Die Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Länder haben bereits und nicht erst mit dem 25. Mai, sondern bereits im Vorfeld in vielfältiger Weise, jetzt spreche ich mal das Thema Problemlagen der kleinen und mittelständischen Unternehmen an, in vielfältiger Weise mit dem DIHK, ZTH zusammengearbeitet, viele Veranstaltungen vor Ort gemacht, um die Unternehmen dafür zu sensibilisieren und zu informieren, wie und in welcher Weise die DSGVO umzusetzen ist. Wir haben jetzt auch, weil wir auch gesehen haben, im Lichte sozusagen der doch extremen Verunsicherung der Bevölkerung durch eine Vielzahl von extremer, ich sage es mal bewusst, auch Falschinformationen, dass es sicherlich notwendig und geboten ist, die auch aus den ersten Erkenntnissen raus in vielen Bereichen von meinen Länderkollegen, weil es in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, zum Beispiel Handlungsempfehlungen für Vereine, Verbände, und die gibt es, und das wissen Sie, wenn Sie Anfragen aus Ihren Wahlkreisen haben und dann vielleicht auch durch die entsprechenden Informationen, das hoffe ich jedenfalls, der Aufsichtsbehörden auch entsprechende Informationen haben, Leitfäden für die Vereinsarbeit. Die sind von meinen Länderkollegen sehr unterschiedlicherweise erstellt worden, sehr gut, sodass wir, und ich habe angeregt, dass wir diese jetzt auch zusammenfassen in einer einheitlichen Information und Broschüre, um auch in der Anwendung zu einheitlichen Vorgaben zu kommen. Ich weise aber immer darauf hin, dass die föderale Aufsichtsstruktur in Deutschland natürlich auch in solchen Fällen immer auch ermöglicht oder möglich machen muss oder in solchen Fragestellungen auch unterschiedliche rechtliche Bewertungen geben darf und geben kann und geben muss, gerade bei der Komplexität des Regelwerks mit einer Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen. Und dann kommt es auch dazu, ich sagte es vorhin, dass natürlich bei irgendwelchen, ich sag mal, Beispiel Klingelschilder, bizarren Beispielsfällen oder das Thema Fotografien, das Thema Kinderabbildungen in Kindergärten oder die Fragestellung, dürfen in den Kirchen jetzt noch Gottesdienst per Videoaufnahme durchgeführt werden. Es gab eine Vielzahl von Beispielen, die dann auf die Schnelle die Journalisten Antworten wissen wollen. Und da werbe ich dafür, auch für die bei den Betroffenen zunächst einmal bei den Aufsichtsbehörden nachzufassen und nachzuhaken, damit sich solche Falschmeldungen nicht auch fortsetzen in einer Art und Weise, die dann insgesamt dem Anliegen der DSGVO nicht gut tut. Ich habe schon gesagt, wäre die Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai eine Produkteinführung gewesen, dann hätte das Produkt aber sozusagen durch die Berichterstattung in erheblicher Weise gelitten. Ich sagte eingangs, und deshalb jetzt abschließend meine Schlussbemerkung, ich sagte eingangs dazu, diese Frage der Vielzahl von Fehlinformationen, mit denen wir sozusagen seit dem 25. Mai leben müssen, ist auch nicht, was uns, jedenfalls auch mich als BFDI nicht in besonderer Weise, doch in der Härte hat es mich überrascht, aber in der Frage der Verunsicherung habe ich schon frühzeitig angeregt, und ich will das auch bei Ihnen als Abgeordnete jetzt auch noch mal tun, dass es durchaus Sinn und zweckvoll wäre, sozusagen auch Informationskampagnen, zu denen mit Verlaub die Aufsichtsbehörden selbst und jeder auch aufgrund der Ausstattung auch so nicht in der Lage sind. Aber so eine zentrale Informationskampagne, ich hatte mal gesagt, dass das BMI es für die Bürger und Vereine macht und das Wirtschaftsministerium für die KMUs. Oder, und hier werbe ich jetzt noch mal sehr dafür, ich habe das schon oft genug mit Verlaub auch in diesem Ausschuss getan, es gibt eine Bundesstiftung Datenschutz, die es auf Bundesebene gibt.
Diese Bundesstiftung hatte ich mal auch die Anregung gegeben, könnte eine wunderbare Plattform sozusagen für die notwendigen zentral abzurufenden Informationen sein. Das hilft den Aufsichtsbehörden, das hilft aber vor allem auch denjenigen, die sozusagen im Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung noch und in Zukunft auch eine Vielzahl von Fragen haben werden. Deshalb möchte ich heute auch an Sie als im parlamentarischen Bereich, und ich mache das ja auch in diesem Ausschuss nicht zum ersten Mal, auch bitte und werbe auch dafür, diese Möglichkeiten sozusagen der verstärkten Informationen im Rahmen der neben uns als Aufsichtsbehörden gegebenen Informationen tätig zu werden. Es hat eine bessere und eine breitere Plattform, wenn die Bundesregierung oder zum Beispiel eine Stiftung Datenschutz in dieser Frage auch ein zentraler Punkt wäre, um über die weitere Entwicklung sozusagen und Auslegungshilfen im Bereich der Datenschutzgrundverordnung zu informieren. Ich gehe auf die Beispiele jetzt nicht ein, weil ich denke, sie werden Gegenstand Ihrer Fragerunden gleich sein. An der Stelle bin ich auch gerne bereit, aus Sicht der BFDI dort die ein oder andere Position zu beziehen. Aber vielleicht war dies ein erster sozusagen Aufschlag für die Frage ein halbes Jahr Datenschutzgrundverordnung. Ein bisschen zu den Strukturen. Ich finde, die sind auch notwendig und wichtig, denn die DSGVO kann erst dann zu voller Wirkung kommen, neben den nationalen Umsetzungsproblemen auf europäischer Ebene im Sinne des Datenschutzes auch eine intensive Zusammenarbeit sozusagen stattfindet. Und demzufolge sind wir da auf einem guten Weg. Aber ich sehe es auch, die starke Verunsicherung, die es in der Bevölkerung gibt, das ist ein Problem, das mich umtreibt und das mich auch besorgt an der Stelle, weil dann werden plötzlich Änderungsvorschläge laut, von denen ich sage, die sind wenig zielführend. Ich weiß, es gibt eine Evaluierung in 2 Jahren, das sollte sie geben, ist im Gesetz festgelegt. Und da mag man sicherlich über die ein oder andere aus den Erfahrungen der jetzigen Umsetzung Möglichkeiten sprechen. Ich werbe aber dafür, nach einem halben Jahr hier nicht gleich sozusagen Forderungen aufzustellen, von denen ich meine, dass sie langfristig nicht zielführend sind. Und bei entsprechender Information, und zwar richtiger und sachgerechter Information, die Probleme sich in der Regel auch nicht so darstellen, wie sie manchmal skizziert werden. Das vielleicht zum Einstieg. Vielen Dank, Frau Vossoff, für die Einführung. Wir steigen nun ein in die Fragerunde. Wir haben im Obleutegespräch vereinbart, dass 5 Minuten zur Verfügung stellen, zur Verfügung stehen. In diesen 5 Minuten muss die Frage oder die Fragen gestellt werden und Frau Vossoff antwortet auch in diesem Zeitraum. Also wenn sich die Fragesteller stärker beschränken, kann Frau Vossoff etwas ausführlicher antworten. Wer beginnt? Für die CDU-CSU, Herr Heilmann. Ja, Frau Vossoff, erstmal vielen Dank für Ihr Kommen und Ihr aufschlussreiches Eingangsstatement. Die erste Frage, die ich stellen wollte, ist das Thema Abmahnungen. Wir haben ja ein Doppelregime, nämlich wir haben ein verwaltungsrechtliches Regime mit ja jetzt doch sehr nennenswerten Strafrahmen. Das finden wir auch sehr gut. Die Frage ist, inwieweit daneben eigentlich rechtlich Raum für ein Abmahnsystem ist. Das haben wir im Polizeirecht sonst auch nicht. Und da würde mich Ihre Auffassung interessieren. Und zweitens, das müssten wir beides in 5 Minuten hinbekommen, wir reden ja über Rechtsfragen. Und wenn man 3 Juristen fragt, kriegt man eben 4 Meinungen. Ich darf das kritisieren, weil ich selber einer bin, wie Sie wissen. Und eigentlich habe ich doch einen Nachteil, wenn ich nur in Deutschland bin. Denn wenn ich jetzt grenzüberschreitend tätig bin, dann habe ich ja theoretisch die Möglichkeit, meine Fälle letztlich einheitlich in Europa klären zu lassen. Während in Deutschland, wenn ich in mehreren Bundesländern bin, ich ja verschiedene Auskünfte von verschiedenen Datenschutzbeauftragten der Länder habe. Insbesondere gibt es den Fall, dass in Berlin Unternehmen Dienstleistungen anbieten, die der Berliner Datenschutzbeauftragte genehmigt hat und der Kunde dann beim Einsatz einen widersprüchlichen Bescheid des in dem Fall nordrhein-westfälischen Datenschutzbeauftragten bekommen hat, der sagte, du darfst das in deinem Unternehmen nicht so einsetzen. Und dann steht man natürlich davor und sagt, ja und jetzt? Und am Ende des Tages kann natürlich die Rechtsprechung auf Dauer das alles lösen, aber das wird halt sehr lange dauern und wir zwingen halt alle in aufwendige Verfahren. Vielleicht eine kurze Einschätzung von mir. Ich weiß ja, es gibt den Referentenentwurf der Bundesregierung, die Überlegungen. Also zum einen ist ja die Abmahnwelle ausgeblieben, zum anderen glaube ich, bitte? Kurz einwerfen darf, das heißt ja noch nichts, weil wir in vielen Bereichen kann die noch kommen. Ich wollte es ja nur mal, weil das ja auch im Vorfeld des 25. Mai ja als Horrorszenario an die Wand gemalt wurde, es gäbe Riesenabmahnwellen und damit
sozusagen die DSGVO versucht wird, in Misskredit zu ziehen. Ich sage Ihnen kurz und konsequent, die Möglichkeit oder die Frage, ob und inwieweit Abmahnungen insbesondere nach dem UWG möglich sind, es gibt ja verschiedene Formen, es gibt das UKLAG etc., nach dem UWG möglich sind, richtet sich aus meiner Sicht, und da teile ich die Auffassung von Professor Köhler, der auch, glaube ich, vor einigen Tagen auch wieder hier war, teile ich in der Hinsicht, dass ich sage, die DSGVO ist in sich sozusagen auch hinsichtlich der Sanktionen ein abgeschlossenes sozusagen Regelwerk, sodass es aus meiner Sicht keine im Sinne des 3a UWG Marktverhaltensregelung ist. Und deshalb meine ich, dass es nicht abmahnfähig nach UWG die DSGVO-Verstöße nicht sind. Ich wäre aber dafür, weil es immer noch ein Rest Unsicherheit vorhanden ist, hier eine Klarstellung im Gesetz vorzunehmen, die genau dies feststellt. Das wäre mein Wunsch oder meine Vorstellung zu dem Thema Abmahnungen. Hier eine Klarstellung, dass die DSGVO im Rahmen des 3a UWG keine Marktverhaltensregel ist. Was die Rechtsfragen anbetrifft, also ich bin immer ein bisschen, dann muss ich jetzt auch mal, weil ich das oft höre, dass es heißt, man hört bei dem einen so, bei dem anderen so. Ich bin da immer jemand, auch das zeichnet auch einen Juristen aus, immer, ich würde gerne es dann konkret wissen, weil alle Fälle, die an mich herangetragen wurden, bei denen es unterschiedliche Positionen gegeben haben soll, relativierten sich. Also ich bekam vor kurzem noch die Information, ja, die bayerischen Kollegen sagten, es bräuchte keine Datenschutzbeauftragten, die anderen aus einem in Berlin oder wo es dann war, das müsse. Auch das hat sich geklärt, stimmte so nicht. Und deshalb, Herr Abgeordneter, ich werbe dafür, dass man da wirklich es auf den Punkt bringt und sagt, was konkret war es an der Stelle, weil da die Informationen leider nicht von immer so zutreffend sind, dass der Vorwurf der uneinheitlichen Entscheidung berechtigt ist. Was den Nachteil anbetrifft in Deutschland, das sehe ich so nicht. Ich würde eher vermuten wollen, sozusagen, dass bei der Auslegung und Interpretation der DSGVO die Aufsichtsbehörden im Grunde, sozusagen auch die deutschen Aufsichtsbehörden, sich zwar an Recht und Gesetz halten, aber nicht zum Nachteil sozusagen in dem Sinne der Unternehmen. Also von daher wüsste ich nicht, was es für einen Vorteil bringt, in ein anderes europäisches Land sozusagen zu gehen. Denn wenn es grenzüberschreitend wäre, das Anliegen, das derjenige hat, würde es ja sowieso wieder sozusagen einheitlich entschieden werden müssen. Gut. Ja, aber also nicht alles kommt dorthin. Den konkreten Fall dann einfach bilateral lösen. Für die SPD. Ich darf ihn hier sowieso nicht nennen, weil wir ja öffentlich sind. Aber ich nenne ihn später privat. Für die SPD. Ja, Vorsicht, Datenschutz. Frau Esken. Ne? Mhm. Genau. Liebe Frau Fosso, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ein halbes Jahr nach dem 25. Mai sind die schlimmsten Horrorszenarien nicht eingetreten. Die große Abmahnwelle ist nicht eingetreten. Die großen Wellen von horrenden Bußgeldern, vor allem für die kleinen Unternehmen und Vereine, habe ich auch noch nichts von gehört. Ich habe schon auch immer gesagt, vor allem die Landesdatenschutzbeauftragten haben auch wirklich nicht das Personal, jetzt bei jedem Sportverein als erstes nachzugucken. Das ist die große Sorge ja schon gewesen, aber tatsächlich ist es nicht so eingetreten. Aber ich habe auch immer gesagt, leider haben wir es versäumt, diese Übergangsfrist wirklich auch als Umsetzungsfrist zu nutzen als Politik. Das mache ich uns selber zum Vorwurf. Und ich finde, es ist nicht zu spät, das einzuholen, dafür zu sorgen, dass wir eine gute Info- und Beratungskampagne haben. Nicht alle Beratung, die da in den letzten Monaten geleistet wurde, ist auch wirklich gut gewesen. Und Unterstützung bei der Umsetzung eben auch. Dafür ist es nicht zu spät. Und da ist eben vielleicht meine erste Frage, ob die BFDI in Zusammenarbeit mit der DSK, Sie sind ja sozusagen sogar Teil der DSK, das in der derzeitigen Form, wie die organisiert ist, überhaupt leisten kann. Denn Sie hatten gesagt, die DSK sei ähnlich wie die Fachministerkonferenzen. Das ist natürlich nicht ganz richtig, denn die DSK ist ein Verein und vollkommen freifliegend, ohne jedes Personal, ohne einen festen Ort. Ja, also da ist eigentlich schwierig, aus dieser sozusagen Ehrenamtlichkeit heraus was zu leisten. Es hat natürlich erhebliche Verunsicherung gegeben, teils interessengeleitet geschürt, auch dadurch erheblicher Beratungsbedarf, das hatten Sie vorgetragen. Da sind alle Behörden jetzt sehr auch damit beschäftigt, eben so viel wie möglich da auch zu klären. Die Frage ist eben, ob es auch noch Klärungsbedarf sozusagen gesetzgeberischer Art gibt. Wir sind ja jetzt gerade im Moment in der Beratung des zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetzes. Das ist keine vorgezogene Evaluation, das will ich mal ganz deutlich machen. Wir können heute noch nicht beurteilen, inwiefern wir durchsetzungsfähig
sind und ob wir da auf europäischer Ebene alles auch gut geregelt haben. Und dennoch gibt es vielleicht bisher ungeklärte Sachverhalte zu klären. Da wäre zum einen, Kollegen haben es angesprochen und Sie haben auch geantwortet zum Thema Abmahnungen, wäre es nicht eher sinnvoll, eine allgemeine Beschränkung des Abmahnmissbrauchs, wie es die Regierung ja auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat. Die Koalition, wäre das nicht der sinnvollere Weg, den allgemeinen Abmahnmissbrauch einzuschränken? Und die zweite Frage ist dann tatsächlich, ob auf Bundesebene auch nach Ihrer Einschätzung noch Regelungsbedarf besteht bei der Abgrenzung und beim Ausgleich von Meinungsfreiheit und Datenschutz in Bezug auf diejenigen Betroffenen, die sozusagen nicht von den Landespressegesetzen erfasst sind. Ja, natürlich. Vielen Dank. Also, ich teile Ihre Einschätzung. Sie haben es noch mal dargelegt, Frau Abgeordnete Eskin. Es hat keine Horrorszenarien gegeben. Das ist auch nicht nur wissen wir das alle, sondern das ist, wir haben es ja immer im Vorfeld auch gesagt, dass vieles von dem, was da propagiert wurde, nicht eintreten wird. Und es ist dann auch so gekommen. Gleichwohl, die Verunsicherung aller Beteiligten sollte uns schon umtreiben. Und das tut es auch. Was die Organisationsstruktur der DSK anbetrifft, ja, es ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Aufsichtsbehörden von Bund und Länder. Und die Möglichkeiten sozusagen der DSK sind natürlich auch beschränkt. Im Übrigen bei jedem Einzelnen. Es fängt bei der Bundesbeauftragten an und geht zu den Landesaufsichtsbehörden, die zum Teil, die Bundesbeauftragte hat dank des Haushaltsgesetzgebers auf Bundesebene durchaus beachtliche Zuwächse, Personalzuwächse bekommen. Da ist wie bei jeder Behörde immer das Problem, wann können Sie die besetzen? Ich hätte Haushalt 18 hat mir erst die Stellen für die zentrale Anlaufstelle bewilligt. Der ist erst sehr spät gekommen. Am 25. Mai musste die zentrale Anlaufstelle aber stehen. Das sind aber die Herausforderungen, die eine Behörde auch gerne auf sich nimmt, auch mit Blick darauf, dass es hier ja auch um ein Gesetzgebungsvorhaben oder eine Umsetzung eines Gesetzes geht, die ja auch zum Schutz des Menschen in der digitalen Welt den Grundauftrag einer Bundesauftragten tangiert. Und demzufolge stellen wir uns dem, aber auch die Möglichkeiten der BFDI und der Landesaufsichtsbehörden sind nun mal begrenzt, weil, und ich sagte es vorhin anhand der Zahlen, und meine Länderkollegen haben deutlich höhere Zahlen. Ich glaube, bei den Länderkollegen waren es an Eingaben von Beschwerden in dem ersten Zeitraum insgesamt, glaube ich, 11.000 in der Summe. Herr Hammerschmidt, wenn Sie Zahlen noch haben, 11.000. Ich hatte Ihnen die Zahlen für die Bundesbeauftragten an. Das sind aber für die Aufsichtsbehörden der Länder mit durchaus kleineren personellen Beständen sozusagen erhebliche Leistungen, die da auch erbracht werden müssen. Das machen die Länder auch in einer Weise, wie sie es können. Es reicht aber an der Stelle nicht, weshalb sozusagen die, was ich sagte, auch Informationskampagnen konzentrierter Form, zum Beispiel von mir genannten Wege, durchaus zielführend und sinnvoll wäre. Allgemeine Beschränkung, liebe Frau Abgeordnete, zum Thema Abmahnmissbrauch, das ist eher eine politische Frage. Es gibt sicherlich auch noch andere Wege. Ich hatte aus datenschutzrechtlicher Sicht diesen konkreten Vorschlag genannt, dass ich sage, nach unserer Auffassung ist die DSGVO keine Marktverhaltensregel. So könnte man es nach unserer Auffassung klar lösen. Aber man kann durchaus auch die allgemeine Diskussion zur allgemeinen Beschränkung des Abmahnmissbrauchs führen. Ich finde nur das von mir vorgeschlagene oder ja auch von einem oder anderen thematisiert, auch Professor Köhler vorgeschlagen, waren klar und sinnvoll und am eindeutigsten an der Stelle. Gesetzgeberischer Klärungsbedarf, was die DSGVO anbetrifft, werbe ich sehr dafür, die Evaluierung sozusagen, die DSGVO ja auch vorsieht, in 2 Jahren abzuwarten, sodass wir unmittelbar im Bereich des 2. Anpassungsgesetzes jetzt zu dem Bereich keinen Vorschlag oder derzeit jedenfalls keinen Änderungsbedarf sehen. Ich warne auch davor, über Bestellpflichten von Datenschutzbeauftragten in dem Zusammenhang zu reden. An der Stelle, zu allen anderen Punkten, hat die BFDI ja sozusagen eine Stellungnahme dazu abgegeben. Vielen Dank. Jetzt hat die Frau Domscheit-Berg gebeten, ob sie vorgezogen werden darf. Sind Sie einverstanden damit? Dann Frau Domscheit-Berg, bitte. Ja, dafür bedanke ich mich ausgesprochen. Ich habe leider einen Folgetermin und muss dringend einen Zug kriegen, werde deshalb möglicherweise die Antwort nicht mehr zu Ende hören, aber mein Büro ist anwesend und nimmt sie wahr, also bitte unbedingt beantworten. Ich hätte eine Frage, und zwar betrachten Sie sich zuständig für die Aufsicht über die Aktivitäten des Unternehmens Google in Deutschland? Denn die irische Datenschutzbehörde hat ja gesagt, für Datenschutzgrundverordnungsaufsicht sind Sie nicht zuständig. Aber wer ist es denn dann? Dann hätte ich eine Frage zu dem Programm Wi-Fi for EU, das Ihnen, nehme ich mal an, schon begegnet ist. Das ist ein europafinanziertes Programm auf der Basis von Hotspots
2.0, wo man sich einmal mit Namen und Telefonnummer registrieren soll und dann europaweit auf Hotspots zugreifen kann, kostenfrei. Aber damit werden natürlich massenhaft personenbezogene Daten erhoben. Und die Ortszeitkombination einer Handy-Telefonnummer ermöglicht schon bei 4 Datenpunkten die eindeutige Identifikation einer Person, ist also nicht trivial. Und im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung dürfen ja persönliche Daten nur erhoben werden, wenn es unbedingt notwendig ist für die Funktion. Vom Freifunk weiß man, ist nicht notwendig, geht auch ohne. Kümmern Sie sich um diese Frage. Und meine letzte: Sie haben gesagt, es gibt diverse Präzedenzfälle, Falschmeldungen. Die Beispiele waren Kita-Fotos, Kirche, Klingelschild und so weiter. Gibt es da irgendwo eine Präzedenzsammlung von Klarstellungen, die man so ganz einfach finden und weitergeben kann? Ja, Frau Abgeordnete, also zum Thema Google. Natürlich beobachtet die BFDI solche Entwicklungen insgesamt, weil es eigentlich zur allgemeinen datenschutzrechtlichen Entwicklung auch gehört, solche Verfahren oder überhaupt Themenstellungen, dem zusammen gerade der Big Player mit zu beobachten. Aber wir haben, was die nationale Zuständigkeit anbetrifft, die BFDI nicht zuständig für Google. Das ist immer das Problem sozusagen in der Frage der Umgangsweise. Das ist in diesem Fall, was die nationale Zuständigkeit der Hamburger Kollege. Und dann kommt es darauf an, und da gibt es nur einige Problemlagen, wie ich das verstanden habe. Die Frage ist, wo hat Google in Europa eigentlich die Niederlassung, um die zuständige europäische Aufsichtsbehörde auszumachen, und das scheint sozusagen in der Frage, gibt es noch ein paar Unklarheiten auf europäischer Ebene, aber dann Irland zu sein. In solchen Verfahren, wie übrigens auch in anderen, was das Thema Facebook anbetrifft, in solchen Verfahren arbeiten wir ja gerade auf europäischer Ebene sehr intensiv zusammen. Das heißt also, jeder, der zum Beispiel Beschwerden von Bürgern aus seinem Bereich, aus dem Ort, aus dem Land sozusagen hat, zu den großen Big Playern, ob es Google oder andere Bereiche, Facebook oder WhatsApp ist, diese Beschwerden werden aufgenommen, und das wird im Wege der Amtshilfe sozusagen die zuständige federführende Behörde ermittelt. In den meisten Fällen, in vielen Fällen, ist es die irische Kollegin, und mit der arbeiten wir, was die BFDI anbetrifft, zum Beispiel im Fall WhatsApp sehr eng zusammen, um den weiteren Prozess sozusagen der einheitlichen Entscheidung in dieser Frage auch zu befördern. Also das Wi-Fi for You, natürlich, auch das ist wieder eine Frage sozusagen, wo und wer dort zuständig ist. Was die Details zu dem Thema betrifft, ich habe in Erinnerung, dass sich der Europäische Datenschutzausschuss, dass das schon irgendwo in einem IMI-System sozusagen gelistet ist. Da bitte ich einfach um Nachsicht, es sei denn, Herr Hammerschmidt hätte jetzt noch eine ergänzende Information. Die Information würde ich Ihnen gerne nachreichen an der Stelle. Und eine Präzedenzsammlung, die gibt es insoweit meines Wissens noch nicht. Wir haben aber im Haus gesagt, wir sind auch dabei, es zu tun. Mehr unter dem Aspekt mal schauen, wie sich das sozusagen auch weiterentwickelt. Ich sagte es aber, dass wir auf der DSK-Ebene wollen, dass wir einheitliche Informationen gemeinsam rausgeben. Ansonsten bin ich gerne bereit. Sie kennen vielleicht meine Pressemitteilung zum Thema Klingelschilder. Und auch die Leitfäden meiner Länderkollegen zu bestimmten Vereinsfragen. Also wenn es da aus Ihrer Sicht Informationsbedarf, wie ist der Informationsstand zum Thema, sonst dürfen Sie mich gerne anschreiben, ich nehme das gerne zum Anlass, auch die anderen Abgeordneten sozusagen, dass wir für Sie sozusagen auch im Rahmen unseres Dienstleistungsservice dort die Informationen zukommen lassen, wie wir es einschätzen. Das haben wir bisher auch immer getan. Das ist dann keine Präzedenzsammlung aller Fälle, aber wir können vielleicht auf diese Art und Weise eine solche aufbauen. Vielen Dank. Dann die AfD-Fraktion, Frau Kutter. Ja, Frau Forster, vielen Dank, dass Sie da sind. Meine Fragen wäre, haben Sie Zahlen, wie viel der Prozent der Unternehmen in Deutschland die DSGVO mittlerweile wirklich tatsächlich umgesetzt haben und wie das Stimmungsbild bei den Unternehmern so ist? Ich habe gelesen, dass das im Moment sogar noch schlechter ist als vor Mai 2018. Wie ist die Lage in den Datenschutzbehörden? Sind die nach wie vor überfordert mit den Anfragen, auch mit den inhaltlichen Aussagen, die sie dann zu den Anfragen machen? Das war am Anfang ja durchaus der Fall. Das Ausbleiben der Abmahnwelle, sind Sie da nicht der Meinung, dass es auch damit zusammenhängt, dass es halt noch rechtliche Unsicherheiten gibt? Sie selbst haben gesagt, 5 bis 6 Jahre dauert das, bis wir Rechtsklarheit haben, und wir müssen halt Präzedenzfälle abwarten, um zu schauen, was Recht ist und was nicht Recht ist. Meine weitere Frage richtet sich ähnlich an wie Frau Esken an das Thema institutionalisierte Presse, dass die Presse in Sachen Meinungsfreiheit ja durchaus Freiheiten bekommen hat in der DSGVO. Das betrifft aber nicht Webseitenbetreiber, Blogger, Influencer, Fotografen. Die sind da noch in einem sehr rechtsfreien Raum. Glauben Sie nicht, dass man hier Anpassungen vornehmen müsste?
Und meine anderen Fragen beschäftigen sich tatsächlich mit der Anpassung, mit dem zweiten Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts. Da war ja die Anhörung im Innenausschuss, da waren Sie nicht dabei. Vielleicht können Sie uns sagen, wieso, ob Sie gerne dabei gewesen wären und ob Sie der Meinung sind, dass das, was jetzt geplant wird, nicht ein Eingriff in weitere Grundrechts-, also weitere Grundrechtseingriffe sind in der Bürger, dass das wieder so quasi nahtlos übergeht in den Kampf gegen die Freiheitsrechte, weil ja eigentlich mit dieser Anpassung Dinge vorgenommen werden sollen und Sachen vorgeschrieben werden sollen, die mit der DSGVO so gar nichts zu tun haben. Und dass das quasi als Omnibusgesetz dann einfach an den Bürgern vorbei beschlossen werden soll. Und sehen Sie gerade bei diesem Gesetz einen Verstoß gegen das Europa- und gegen das Verfassungsrecht? Ja, vielen Dank, Frau Kutter. Ich versuche es in aller Kürze und würde zum zweiten Anpassungsgesetz und zu dem Thema Presse, da es mir aufgefallen ist, die habe ich die Frage von Frau Esken auch nicht beantwortet, vielleicht an meinen Referatsleiter geben, der die Stellungnahme zum Anpassungsgesetz im Wesentlichen entwickelt hat, sozusagen im Hause. Also, Zahlen von Unternehmen liegen mir nicht vor. Wir kennen die allgemeinen Umfragen. Ich habe auch bei den DIHK und ZDH gesagt, wäre mal schön, wenn man mal Zahlen sozusagen bekommen würde. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Die Stimmung ist bei den großen Unternehmen im Zusammenhang mit der DSGVO eigentlich recht gut. Die großen Unternehmen, die sich darauf vorbereiten können, die Rechtsabteilungen haben, das muss man dazu sagen, haben auch die Übergangszeit, ich will jetzt nicht sagen, nicht in jeder Hinsicht genutzt, aber haben sich darauf eingestellt. Die sind auch eher, und wenn sie dann im europäischen Raum tätig sind, dankbar für die einheitliche europäische Anwendung der DSGVO. Das ändert aber nichts daran, dass die kleinen und mittleren Unternehmen das ganz anders sehen aus ihrer Sicht. Auch die Hinweise kommen ja sozusagen bei uns an. Deshalb haben wir auch im Vorfeld des 25. Mai sehr intensiv mit DIHK, ZDH auch zusammengearbeitet damit, weil wir auch sagen, die Wirtschaftsverbände, die müssen auch die Unternehmen sozusagen informieren, was größtenteils auch, wie ich finde, auch sehr gut gemacht wurde. Die Frage ist immer, ob die Unternehmen es auch in der Weise schon vor dem 25. Mai aufgenommen haben. Also von daher kann ich Ihnen keine Zahlen nennen, aber die Stimmung ist unterschiedlich bei den Großen. Die sind eher dankbar für die Datenschutzgrundverordnung wegen der Einheitlichkeit. Überforderte Aufsichtsbehörden, ja, wir kommen alle, auch die BFDI, in den Anfängen durch die Vielzahl sozusagen von Eingaben und Beschwerden, auch die Behörden selbst mussten sich ja auch erstmal sozusagen auf die neue Aufgabenstellung einrichten. Das ist zum Teil sozusagen schon grenzwertig auch für die Mitarbeiter. Das ist aber etwas, von dem wir am Anfang gesagt haben, am Anfang ist sozusagen, waren die Zahlen sehr stark und sehr groß und wir hoffen, dass sich das sozusagen im Laufe der Zeit einpegelt. Ich glaube, der ein oder andere Länderkollege würde sich freuen, wenn die Landesregierungen es sehen, aufmerksam verfolgen und dort noch mehr Personal auch hineinstecken. Da bin ich, wie gesagt, auch dem Bundestag dankbar sozusagen, dass hier unsere Personalsorgen in diesem Bereich und damit auch die Planstellen durchaus auch gesehen wurden an der Stelle. Jetzt darf ich zu den zwei restlichen Fragen. Ich gucke auf die Uhr, 55 Sekunden, aber der kann das schneller als ich. Ja, vielen Dank. Gab ja schon zweimal die Frage zur Frage der, sagen wir mal, nicht institutionalisierten Inanspruchnahme von Meinungsfreiheit. Ne, für Presse und Rundfunk und so weiter ist alles schick, haben wir ganz viel Landesrecht. Ob das gut oder nicht ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt es. Nun haben wir für alle anderen Fälle, die Sie angesprochen haben und die Sie im Auge haben, Artikel 85 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung, der den Mitgliedstaaten sozusagen aufgibt, durch Rechtsvorschriften beides miteinander in Ausgleich zu bringen. Also Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Datenschutz auf der anderen Seite. Das ist eine Möglichkeit, Rechtsvorschriften zu schaffen. Das ist keine Verpflichtung. Zum einen, zum anderen ist es ja nicht so, dass wir bislang solche Rechtsvorschriften nicht gehabt hätten. Die gibt es im Zivilrecht, die gibt es in ganz vielen anderen Bereichen bislang auch schon, im Strafrecht, wo auch immer sonst. Sodass ich unmittelbar aus unserer Sicht keinen Regelungsbedarf sehe. Wir können Dinge, wenn Sie sich erinnern, Spick-mich-Entscheidung des Bundesgerichtshofs beispielsweise, die würden heute im Zweifel genauso entschieden werden können. Die Grundverordnung hindert das überhaupt nicht. Natürlich bedürfen wir bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Rechtsgrundlagen, die gibt es, die müssen dann entsprechend im Lichte von Meinungsfreiheit entsprechend ausgelegt werden. Stichwort Artikel 6.1 Buchstabe F, Interessenabwägung, das ist möglich. Schließt nicht aus, dass es weitere Rechtsetzung im nationalen Bereich geben könnte, aber für zwingend notwendig halten wir sie nicht. Zweites Datenschutzanpassungsgesetz, ganz kurz. Bei der Anhörung habe ich das auch insoweit verfolgt. Ein Punkt, auf den Sie vielleicht auch anspielen, wo auch wir ja das Problem gesehen haben, dass man doch ein Stück weit über das hinausgeht, was man eigentlich machen wollte, nämlich einfach nur terminologische und rein rechtstechnische Änderungen vorzunehmen.
Das betrifft dieses Gesetz für den Digitalfunk der Sicherheitsbehörden, BDBOS-Gesetz, wo so durch die Hintertür so eine Art Daten, Vorratsdatenspeicherung eingeführt worden ist. Das haben wir auch kritisiert, entsprechend im Gesetzgebungsverfahren, haben das ja auch in unserer Stellungnahme an den Innenausschuss nochmal aufgegriffen, dieses Thema. An ein, zwei anderen Stellen gibt es auch vielleicht noch Bereiche, wo man sagen kann, da geht es jetzt entweder ein bisschen über das hinaus, wozu man eigentlich angetreten war, oder man regelt vielleicht Dinge nicht, die wir gerne gehabt hätten in der Anpassung. Das ist so, es ist halt ein Riesenpaket, Sie kennen das alle, 500 und so viele Seiten. Davon sind natürlich 95% tatsächlich eine rein rechtstechnische Anpassung, aber es ist in der Tat der Fall, dass in ein, zwei Stellen da Dinge untergebracht worden sind, die wir auch kritisiert haben. Prima. Darf ich eine ergänzen? Das muss ich jetzt einfach... Ganz kurz. Ja, ganz kurz nur. Sie hatten gefragt, warum ich nicht da gewesen bin. Also die BFDI wäre gerne bei der Anhörung gewesen. Sie kann sich nur leider nicht selber einladen. Vielleicht auch das mal ein Appell an das Parlament. Man muss es ja nicht politisch kontrovers sehen, dass vielleicht alle Fraktionen sich mal dafür einsetzen, dass die BFDI bei solchen Fragestellungen immer als Sachverständiger vor die Klammer gezogen wird. Dann läuft man nicht oder dann die Fraktion nicht das Problem, dass es auf ihrem Ticket läuft. Aber die BFDI verstehen sich als Dienstleister, also wir wären gern dabei gewesen. Gut, dann für die FDP Herr Höferlin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann Ihnen sagen, liebe Frau Vossoff, wir sind davon ausgegangen, dass Sie kommen. Wir werden in Zukunft deutlichere Beschlüsse fassen, um dann keinen Zweifel daran zu haben, dass die Datenschutzbeauftragte dann in Zukunft auch da ist. Sie haben sehr viele Fragen beantwortet, auch in Ihrer Einlassung. Das gibt mir die Möglichkeit, 30 Sekunden dafür zu wenden, bei Ihnen mal Danke zu sagen. Wir kennen uns ja schon sehr lange und befinden sich sozusagen auf der Ziellinie Ihrer Zeit als Datenschutzbeauftragte. Und ich darf dir erlauben zu sagen, es hat mich sehr positiv überrascht, wie Sie das die Jahre gemacht haben. Und deswegen mal herzlichen Dank dafür. Die 30 Sekunden habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ich hätte einige wenige Fragen noch. Einmal haben Sie gesagt, Sie mögen es gerne mit konkreten Beispielen, wenn es dann Probleme gibt in der Abstimmung mit den zum Beispiel anderen Beauftragten. Ein Beispiel war zum Beispiel die Klingelschildfrage und Ihrem Kollegen aus Thüringen, Herrn Lutz Hase, der sehr wohl auch in der öffentlichen Einlassung gemeint hätte, man müsse da anders mit den Klingelschildern umgehen. Ich will jetzt gar nicht auf den einzelnen Fall gehen. Sie haben jetzt auch die Prozesse benannt. Aber trotzdem, wie läuft denn dann so eine Abstimmung, dass man einheitlich irgendwo an einer Stelle das veröffentlicht? Oder geht das dann eben über die DSK-Seite in Zukunft, dass man dort dann eine Einigung einsehen kann? Eine weitere Frage. Sie haben die wünschenswerte bessere Finanzausstattung genannt. Bei Ihnen im Hause, da haben Sie sehr hart für gekämpft und sind jetzt zumindest mal vorübergehend erfolgreich da rausgegangen. Das geht bestimmt immer noch mehr. Die Stiftung Datenschutz haben Sie genannt, die echtes Finanzierungsproblem hat. Das ist existenzgefährdend, obwohl man ihr sehr sinnvolle Aufgaben bei der Information zuweisen könnte. Von daher, wie können Sie da noch mal was zu sagen, wie es auch dann, wie Sie sich vielleicht da die Ausstattung wünschen? Und dann die letzte Frage für den Review der DSGVO 2020. Sehen Sie da jetzt schon Felder, wo Sie sagen, da müssen wir dann noch mal genauer hingucken? Gibt es jetzt schon Dinge, wo Sie nach kurzer Zeit schon sagen können, das zeichnet sich ab? Vielleicht auch dann sozusagen als Staffelholzübergabe an Ihren Nachfolger, der ja auch hier im Raum sitzt. Ja, vielen Dank. Also das konkrete Beispiel, das Sie nannten, Klingelschild und die Position meines thüringischen Kollegen und vielleicht meine, weil ich ja auch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben habe. Also es wird immer vorkommen, dass bei einer komplexen Rechtslage, und das ist die DSGVO, und Juristen es immer auch unterschiedliche Auffassungen geben kann an der Stelle. Also das ist nie ganz auszuschließen. Wir sollten es in manchen Grundsatzfragen sicherlich möglichst vermeiden, aber dann kommt auch hinzu, die Presse machen Anfragen, das Thema poppt sozusagen hoch und die Presse hat Anfragen und sie reagieren darauf. Ich finde das auch manchmal eher, also nicht in dem Sinne problematisch, sondern wenn es in die konkrete Anwendung geht, dann wird es das sicherlich und dann ist das so ein Punkt bei solchen Fragestellungen, dass wir uns im Übrigen in vielen anderen Bereichen auch in der DSK abstimmen. Wir haben Arbeitskreise, wenn dort sozusagen unterschiedliche Anwendungen theoretisch denkbar sind, nicht in allen Fällen, aber in vielen, dann wird es dort auch thematisiert sozusagen und besprochen an der Stelle. Und der Fall der Klingelschilder hat ja in Deutschland noch keiner, also ich wüsste jetzt noch keinen, der das in der Weise à la Wien umgesetzt hat. Also von daher gab es
ist sozusagen die konkrete Umsetzung da auch noch nicht. Wünschenswert, bessere Ausstattung, ja. Das ist, finde ich, ganz wesentlich und bedeutsam, nicht weil jeder Behördenchef mehr möchte, sondern weil es gerade in der Beratung und in der Begleitung von Unternehmen ganz wichtig ist, dass die Aufsichtsbehörden hier eine stärkere Position haben. Ich würde mir wünschen, und das ist, wer mich kennt, weiß das, ich bin gestern auch noch bei der Beiratssitzung der Stiftung Datenschutz gewesen. Die Stiftung Datenschutz könnte in dieser Weise zum Beispiel nicht durch Erhöhung des Stammkapitals aus Förder, die Zinsen, von denen können sie nicht mehr viel machen, aber durch Zuwendungen im Jahr in dieser Fragestellung begleiten, für klar KMUs, für Bürger, Vereine, Verbände, Informationen zusammentragen, könnten wirklich auch mit auch anderen Punkten eine wertvolle Begleitung der Umsetzung der DSGVO, die uns ja noch viele Jahre sozusagen begleiten wird, an der Stelle sein. Und ich sage es deshalb, weil es gibt sie. Sie ist eine Bundesstiftung und damit auch in gewisser Weise neutral. Also da werbe ich dafür, da ein Auge drauf zu haben und diese Stiftung dafür auch zu nutzen. Aber das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Der Review 2020 gibt es schon Felder? Nein, konkret gibt es sie nicht. Wir haben in der DSK, wollen wir diesen Evaluierungsprozess sehr eng begleiten. Wenn ich das hier mal an dieser Stelle sagen darf, und ich gehe davon aus, dass mein Nachfolger das sicherlich in gleicher Weise nicht nur sowieso, sondern auch mit eigenen Akzenten setzen wird. Ich gehe schon davon aus, dass wir auch sehr, würde ich mal sagen, offen und kritisch bei manchen sozusagen bürokratischen Erfordernissen, wenn ich sie sehe im KMU-Bereich, dass man da auch mal durchaus draufschaut, auch als Aufsichtsbehörden draufschaut, ob es denn mit der Datenschutzerklärung so umfassend sein muss, andere Fragestellungen. Da werbe ich dafür und das, glaube ich, werden alle Aufsichtsbehörden auch tun, die das aus ihrer praktischen Erfahrung sehen, diese Fragestellungen auch sehr sorgfältig sozusagen unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, kann man an der Stelle nicht das ein oder andere auch ändern. Und abschließend für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Janicek. Ja, ich glaube, dass man ohne Umschweife sagen kann, dass die DSGVO, die übrigens an meinem Geburtstag dieses Jahr eingeführt worden ist, ein Erfolg genannt werden kann. Hat jetzt nur bedingt mit mir zu tun, aber trotzdem hat es mich gefreut an diesem Tag. Und das hat auch mit der Großwetterlage zu tun. Ich war am 10.11. April in Washington. Damals, das war auch nicht wegen mir, hatte aber Mark Zuckerberg im US-Kongress vor 50 sehr verunsicherten US-Senatoren gesprochen und man hat gesehen, in den USA war dann der Leiter der New York Times, Europe has to lead on data protection. Also es gibt auch ein anderes Verständnis jetzt global, dass man mit dem bisherigen Geschäftsmodell, alle dürfen alles tun, eben nicht den Interessen der Bürgerinnen und Bürger dient, das sei mal vorweg gesagt. Jetzt ist aber die Aufgabe natürlich weitergehend, wir kommen ja auch in neue Möglichkeiten, künstliche Intelligenz, Enquete-Kommission und die Fragen jetzt auch der europäischen Zusammenarbeit und da ist es eben wie bei der Digitalbesteuerung, Irland hat eine andere Position und vielleicht auch eine andere Auslegungsvorstellung, jetzt in dem Fall des Datenschutzes, als Deutschland. Und da frage ich Sie einfach ganz konkret, wie gehen Sie denn damit um im Europäischen Datenschutzausschuss, diese Meinung so auszugleichen, dass nicht unsere Rechtsvorstellung und letztlich auch die hier, die europäisch beschlossen worden ist, in der Umsetzung leidet. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Facebook und Google, um es mal ganz konkret zu sagen, heftig lobbyierend unterwegs ist in einem Land beispielsweise, das sich davon Steuervorteile verspricht. Also es geht um Machtinteressen, es ist ein weitergehender Kampf. Und letzter Satz dazu, also das Thema Scoring und auch die Frage der Transparenz von Algorithmen, das ist ja jetzt nicht Ihre unmittelbare Zuständigkeit, aber wie verhalten Sie sich eigentlich zu diesen Themen, vielleicht auch so als Ausgang aus Ihrem Amt, vielleicht können Sie da ja so einen Ausblick geben in unsere Richtung. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also europäische Zusammenarbeit, wie gestalten wir die? Diese Erfahrung haben wir ja schon, Herr Janicek, denn die unterschiedlichen, wenn Sie meinen, auch Positionen auch der europäischen Kollegen, die gibt es naturgemäß in allen Bereichen und auch in datenschutzrechtlichen Fragen. Und bisher war es in der Vergangenheit in der ehemaligen Artikel 29-Gruppe immer so, dass am Ende ein Kompromiss gefunden werden musste, sozusagen, wenn es um die Verabschiedung von Leitlinien geht, sozusagen. Die Frage ist ja immer, wie ist der Input aller, denn am Ende entscheidet der Ausschuss. Wie ist der Input aller, wie können Sie auch bei entsprechenden Meinungsbildungsprozessen auch Ihre Meinung entsprechend einbringen und hoffen, dass sie auch eine Mehrheit findet im Ausschuss. Die BFDI ist zum Beispiel in allen Expert-Groups, der jetzt des Europäischen Datenschutzausschusses, und es sind, glaube ich, mindestens 15, wenn nicht mehr, vertreten. Und es ist jeweils immer ein Länderkollege vertreten, um auch dort in den Expert Groups die Leitlinien erarbeiten, bearbeiten, tätig zu sein.
Was ansonsten jetzt auch die Frage, wie der Ausschuss künftig mit der Frage der Fallbearbeitung umgehen will, also in Kooperations- oder, wenn sie dann nicht einheitlich geregelt werden können, Kohärenzverfahren, also wenn es streitige Entscheidungen gibt, wird am Ende, wie im Übrigen in der DSK auch, wird am Ende eine Mehrheitsentscheidung erfolgen, wenn es nicht gelingt, einen Kompromiss zu finden an der Stelle. Also von daher ist das sozusagen etwas, wir hatten bisher noch nicht die Situation, wir sind, entwickeln uns sozusagen, was das anbetrifft, jetzt im Rahmen der Bearbeitung der bestehenden gemeinsamen Fälle, aber zu einer streitigen Entscheidung ist es in der Weise noch nicht gekommen, jedenfalls, nein, ist es noch nicht gekommen. Und dann gilt am Ende Mehrheitsentscheidung. Und bis dahin müssen wir sehen, es gibt unterschiedliche Mentalitäten in Europa, unterschiedliche Auslegungsweisen. Google, Facebook, Sie nannten sie, waren immer schon sehr stark sozusagen unterwegs. Aber der Ausschuss, Europäische Datenschutzausschuss, hat mit der DSGVO einige Instrumente. Und schauen wir mal. Ich hoffe, wir kriegen sie auch entsprechend angewandt. Scoring, Transparenz. Also ich will da jetzt keinen Ausblick geben an der Stelle. Das wäre, glaube ich, etwas, das kann mein Nachfolger sozusagen selbst entwickeln, wie er damit sozusagen umgehen will. Ich finde es wichtig zu wissen, wenn ich es an der Stelle doch mal bezogen auf Ihren ersten Punkt, das Thema künstliche Intelligenz, also da sehe ich viel eher so den allgemeinen Ausblick. Ich bin sehr dankbar, dass die BFDI und künftig der BFDI in der Datenethikkommission, Fragen der künstlichen Intelligenz sind sehr sozusagen von grundsätzlicher Bedeutung. Mir scheint in der politischen Betrachtung des Themas künstlicher Intelligenz der ökonomische Ansatz immer noch stärker in dem Vordergrund zu stehen. An der Stelle werbe ich und appelliere ich auch nochmal, und das möchte ich dann nicht in Detailfragen des Scorings oder Transparenz, sondern ganz generell an dieses Parlament richten, wenn mir das zum Abschluss meiner Amtszeit erlaubt ist. Ich habe die Bundesbeauftragte oder künftig der Bundesbeauftragte ist seit 2 Jahren unabhängige, eigenständige, unabhängige Behörde. Wir waren nie und sind kein Bestandteil der Bundesregierung. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es vielleicht gelingt, die Themen der BFDI, des Datenschutzes, wenn man so will, ein bisschen aus dem politischen Spannungsfeld rauszuhalten. Ich fände es toll, wenn das Parlament die Größe hätte, diese Institution, diese Behörde für sich als Dienstleister zu erkennen. Das fängt mit der Beteiligung an Ausschüssen an, aber auch in der Fragestellung, wie statten wir diese Behörde aus und wie begleiten wir die Entwicklung dieser Behörde. Sie ist kein von der Regierung ungern gesehen und von der Opposition als Mittel zum Zweck eingerichtete Behörde, sondern sie ist eine, die sich um die Fragen des Datenschutzes in Gesetzgebungsformen unabhängig von politischen Nuancierungen sozusagen befasst und dazu Stellung nimmt. Und es wäre eine Größe des Parlaments, wenn sie das als solches auch ansehen würde. Das habe ich mir jetzt zum Schluss noch erlaubt. Bitte um Nachsicht. Frau Vossoff, ganz herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende unseres ersten Zwischenberichtes, ein halbes Jahr nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Ich darf formal noch feststellen, dass der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis nimmt. Gibt es Widerspruch dazu? Das ist nicht der Fall. Dann, Frau Vossoff, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, nicht nur dafür, dass Sie heute Rede und Antwort gestanden sind, sondern dass Sie im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder hier im Ausschuss waren, hervorragend mit uns zusammengearbeitet haben. Ihre Amtszeit, es ist angeklungen, endet in wenigen Wochen. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen im Namen des Ausschusses alles erdenklich Gute. Nochmal vielen Dank fürs gute Miteinander. Dankeschön. Und es ist auch angeklungen, dass der Nachfolger von Frau Vossoff hier mit im Raum sitzt. Ich darf Herrn Kelber zunächst ganz herzlich Danke sagen für die Mitarbeit hier im Ausschuss. Wir schätzen es sehr, dass der zukünftige Bundesdatenschutzbeauftragte sehr nah am Ausschuss im vergangenen Jahr war und die Ausschussarbeit sehr gut kennt. Ich darf Ihnen auch im Namen des Ausschusses nochmal den Glückwunsch für die neue Aufgabe und vor allem alles erdenklich Gute aussprechen. Nochmal vielen Dank für die Mitarbeit, alles Gute für die Zukunft und wir werden uns in Bälde, denke ich, wiedersehen hier im Ausschuss. Dankeschön. Ich darf noch darauf hinweisen, dass die nächste Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda am 16. Januar 2019 stattfinden wird. Dann wird der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, hier zu Gast sein. Ich darf mich heute noch mal ganz herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technik, den Kameraleuten, Danke sagen. Ich darf mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Es ist die letzte Sitzung im Jahr 2018. Diejenigen, die ich nicht mehr sehe, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest, gesegnete Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr und darf mich dann freuen auf die Zusammenarbeit im neuen Jahr. Dankeschön. Sitzung ist geschlossen.